Der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser besuchte RTF 1, weil es ihm ein besonderes Anliegen sei, sich ein Bild über die lokale Medienlandschaft zu machen. Den Medien komme gerade auch hier in der Region eine wichtige Vermittlerrolle zwischen der Politik und den Bürgern zu. Bei seinem Besuch beantwortete Tappeser auch Fragen zu aktuellen Aufgaben und Herausforderungen des Regierungspräsidiums. RTF1-Chef Stefan Klaner begrüßte in der Sendeanstalt den Regierungspräsidenten in Ehningen-Unterachalm. Klaus Tappeser nutzte den Besuch, um einen Einblick in die redaktionelle regionale Berichterstattung zu bekommen. Interessiert ließ er sich die einzelnen Bestandteile eines Sendehauses erklären und die notwendigen Vorgänge aufzeigen. Für den Regierungspräsidenten ist eine regionale Medienlandschaft sehr wichtig. RTF 1 ist ein wichtiges Medium, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich RTF mag, sondern erfüllt eine ganz wichtige, hat eine ganz wichtige Bündelungsfunktion zwischen den Printmedien und den sozialen Medien, die virtuell unterwegs sind. In einem anschließenden Gespräch stellte sich Tappeser ausführlich den Fragen zu aktuellen Themen wie Klimaschutz und Infrastruktur. Ein Thema im Bereich Infrastruktur ist die nördliche Ortsumfahrung in Reutlingen in den Stadtteilen Orschelhagen und Sondelfingen als Ergänzung zum 2017 eröffneten Scheibengipfeltunnel. Wir sind gerade hier in Reutlingen dabei, die Nordumfahrung Reutlingen zusammen mit der Bürgerschaft auf die Reihe zu kriegen. Wir werden am 22.10. nächsten Dienstag um 19 Uhr uns in der Wittumhalle treffen und dort vorstellen, was wir dazu schon wissen, wobei man gleich sagen muss, wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber mit was beschäftigt sich das Regierungspräsidium außerdem? Der eine oder andere Bürger kennt möglicherweise die einzelnen Aufgaben eines Regierungspräsidiums und seines Präsidenten. Aber viele Bürger fragen sich vielleicht, warum gibt es eigentlich diese Verwaltungsinstanz? Das Regierungspräsidium ist mittendrin, nämlich zwischen den Ministerien und der Bürgerschaft, besonders der Kommunen. Also wir setzen die Politik auf Landes-, Bundes- und Europaebene um in die Politik vor Ort. Das Gespräch mit Regierungspräsident Tappeser sehen Sie in voller Länge am kommenden Sonntag in unserem Format im Gespräch.